Von Aufregung ist bei Eintracht-Trainer Niko Kovac nichts zu spüren. Entspannt, aber konzentriert sieht er dem Freitagsspiel gegen Schalke 04 entgegen. Die 3:0-Niederlage gegen Leipzig will er einfach vergessen. Wir haben das Problem, dass wir unser Spiel gegen Leipzig nicht richtig bewerten können, aufgrund der Tatsache, dass wir eben sofort mit 10 Mann spielen durften oder auch mussten. Auch ohne rote Karte werden am Wochenende einige Spieler fehlen. Szabolcs Szusty konnte wegen seiner Achillessehne nur am Lauftraining teilnehmen. Zu Hause bleiben werden ebenfalls Danny Blum mit einem Innenbandriss und Marco Fabian, der aktuell in Berlin wegen seiner Rücken- und Hüftprobleme untersucht wird. Aufgeben ist für Kovac trotzdem keine Option. Ich glaube an meine Mannschaft. Es ist ärgerlich, dass es so ist, dass wir im Moment die Verletzten haben, aber bei den Verletzungen muss ich ganz klipp und klar auch sagen, dass das alles Verletzungen sind, die nicht muskulärer Art sind, sondern das sind alles Verletzungen, die andere Ursachen haben. Und diese Ursachen, das können wir als Trainerteam eben nicht beeinflussen. Ja, wenn jemand mit Muskelverletzungen rumläuft oder ausscheidet, dann müssen wir uns das eher an die Backe heften. Aber solche Geschichten, Innenbänder im Knie, im Sprunggelenk oder auch jetzt die Hüfte oder auch die Achillessehne, das sind so Sachen, da kann man wenig Einfluss drauf nehmen. Da Stammkeeper Lukas Radetzky seine rote Karte absitzen muss, wird Heinz Lindner gegen Schalke erneut im Tor stehen. Der Coach ist jedenfalls zuversichtlich, dass der Torwart gegen die Königsblauen standhaft bleibt. Denn einfach wird das Spiel in Gelsenkirchen laut Kovac nicht. Schalke 04 ist eine Mannschaft, die aus meiner Sicht sehr viel mehr Qualität hat, als der Tabellenplatz im Moment hergibt. Wir wissen, dass es wieder schwierig werden wird für uns, aber meine Mannschaft muss, wie die Spiele zuvor oder in der Hinserie, erst einmal sehen, dass wir gut gegenhalten, dass wir gut positioniert auf dem Platz stehen, dass wir kompakt zusammen agieren. Mit dieser Strategie könnte das Wochenende für die Eintracht auf jeden Fall gut ausgehen. Vorausgesetzt, die komplette Mannschaft der Frankfurter bleibt bis zum Ende mit 11 Mann auf dem Platz.